Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA 5 zum 18. Part. Ja, wir sind jetzt hier dabei, die Fahrzeuge für den Überfall zu besorgen. Und ich glaube, wir brauchen nicht nur Fahrzeuge, sondern auch andere Sachen, also quasi Sachen für den Überfall besorgen. Vorbereitet haben wir es ja schon, jetzt brauchen wir nur noch die Materialien. Und deswegen beeile ich mich jetzt mal, damit wir auch nicht immer so lange Parts hier brauchen, weil ich brauche mal 20 Minuten, dass ich hier mal einen Kilometer fahre. Bams. Und eigentlich fällt mir ein, mit dem Auto hier hätten wir eigentlich auch mal ein Rennen fahren können. Weil es geht nämlich auch ab wie Luzi hier. Und ja, die Autobahn ist doch immer am schnellsten. Die kann man auch so schön driften, fällt mir gerade ein. Joa. Oh. Jetzt muss ich noch irgendwie auf die andere Seite kommen. Alter! Was denn ist da einer? So, jetzt habe ich dich. Alter! Was ist das denn? Alter! Da haut der eiskalt ab! Ey, was sind das für welche, Mann? Ey, jetzt fuckt er mich aber richtig ab. Eiskalt. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Was macht mich. Also manchmal. So, komm noch her, du. Ja, mal. Ich glaube, das haben wir auf, wer macht diesen Monster Stunt. Ja, mal. Monster Stunt abgeschlossen. Alter. Alter, wie schnell fährt er denn eigentlich? Da bleibt er jetzt stehen, verdammt noch mal. Alter Mann! Ja, danke Mann! Alter, was sind das hier für Typen? Wie soll ich den hier noch erwischen?
Endlich. Wurde aber auch mal Zeit. So, jetzt muss schon noch die Polizei hier loswerden. Ach, es kann ja mal wieder heiter werden hier. Immer diese Polizei hier, das ist auch nicht mehr normal. Alter. Verpisst euch. Ey, jetzt kommen hier schon wieder... Alter, das ist doch übertrieben, ey. Nur weil ich hier einmal geschossen habe, kommen sie ja schon alle mit Helikopter und so. Das ist schon heftig gemacht. Ach, wie dumm die sind. Hey. Alter Mann. Alter, wollte ich mich jetzt verarschen oder was? Ich glaube, ich muss mir mal den Fahrer erschießen. Alter, das ist doch nicht mehr normal hier. Wieso können die hier nicht mal abhauen, die Typen? Alter. Verpisst euch doch mal, ihr. Ach, Mann. Ah, schade, dass ich jetzt hier nicht abbauen kann. Ach, kann es halt nicht schneller fahren hier. Ah, das war jetzt auch wieder ein Reinfall hier. Ach, jetzt brauche ich wieder 100 Jahre, bis ich hier diesen scheiß Truck weggefahren habe. So, jetzt geht mir nicht auf den Sack. Alter, guck mal, wie dumm die sind. Pff, wie dumm die alle sind. Ich fahre noch dagegen, ey. Nein, muss jetzt wohl so lang fahren. Bisschen mehr auf der Pelle rücken. Ich weiß zwar nicht, wie ich das machen soll, aber ja. Mit einfach guten Tricks. Ach Mist, hat nicht geklappt. Alter, verdammter Mist. Alter.
Da fällt auch noch der andere weiter. Auch nicht schlecht. Ja, Mann. Verpisst euch. Alter! Ja, Mann, verpiss dich, Alter! Eigentlich müsste ich die nur loswerden. Was? Lol. Auch das noch. Alter, wie werde ich die jetzt los hier? Mein Gott. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal hier machen, oder was? Oder was? So. Ja, Mann. Jetzt muss ich wirklich zu dieser Stelle wegkommen. Ganz schön langsam muss ich jetzt fahren. Okay, da habe ich auch noch mal Glück gehabt. So. Hahaha. Ich glaube, mit den Schriften wird es nichts. Aber auf jeden Fall will ich jetzt hier noch das Auto noch zurückbringen. Weil, ja. Das muss doch, also das muss ja in dem Part auch zu schaffen sein, weil ansonsten weiß ich auch nicht. So, jetzt nix wieder rein hier. Ach, mal, das kann ich. So. Und auch das hätten wir geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. Bronze. Ha, wie elegant.
Ohohohohohoho. Come on, lady. Don't fire. Oh, Les, we got us some good night gas. Ah, good. Once we have the pest control van, we'll be ready to go. I'm on it. So, jetzt müssen wir noch zu dem nächsten Teil da fahren. Damit wir uns auch... Damit wir eigentlich auch schon mit dem Überfall starten können. Gucken wir mal gerade, wie weit es ist. Okay, hier unten ist es also. Okay, Leute, dann fahren wir jetzt mal hin. Alter. Ich glaube, hier kann man auch nicht mal ganz normal fahren, ohne dass man hier von diesen ganzen LKWs getroffen wird. Ja, ich bin auch nur. Ich kann auch nur Autos schrotten hier. Ah, okay. Hey! No vehicles blocking the entrance. What's the problem? You can't park there. Ja, ist ja gut. Okay, bis jetzt haben sie noch nichts gemacht. Whoa, where you think you're going? Come out of there. Dial 911. This guy's getting in a van. Stop the van! Ah, Alter. Oh. Okay. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem, meine Freunde. Ein verdammtes Problem habe ich jetzt. Alter. Was? Okay. Nixi, weg hier. Nixi, weg hier. Alter, habe ich auch noch mal Glück gehabt. Lol, hätte ich gar nicht mal bemerkt. Auch nicht schlecht. Das erste Mal, dass wir jetzt 3 Kilometer fahren können.
Auch nicht schlecht. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich ein bisschen leise bin. Naja, das heißt leise. Ich bin halt eben ein bisschen konzentriert, sagen wir es mal so. Und ja, wir sind jetzt auch gleich da. Gleich hätten wir es auch noch geschafft, wenn wir jetzt nicht noch den Truck, also den Bus hier noch zerstören oder so. Eben habe ich ja mal geschickt gedriftet. Ja, mal. Lester, we have a pest control van. Yeah, then we have everything we need. Come to the warehouse and we'll get this thing in motion. Ja, da hätten wir jetzt eigentlich alles, meine Freunde. Jo. Das finden wir doch prima. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue, because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Ricky, I hope you can manage the truck with the bikes. Gus, Kareem, you got the van. Okay, Freunde, aber bevor wir dann mit dem Überfall beginnen, sag ich erstmal, beenden wir den Part. Also, Freunde. See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde.